Es geht auch nicht. Aber zumindest ein Großteil der des Verkehrs wird ja schon mal aufgefangen. Das ist ja schon mal gut. Aber mir gefällt es mit den U-Bahnen. Mit den Tunneln gefällt mir das recht gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der gleich so geil genutzt wird. Da müsste man fast nochmal ein bisschen nachhelfen. Weil, um ehrlich zu sein, die Straße wird ja auch nicht so exorbitant genutzt. Wo das eigentlich auch eine Querverbindung wäre. So, das hier käst mich extrem an gerade. Kann ich aber auch gerade nichts machen dagegen. Oder ich hab da schon wieder eine Idee. Die ist ja fast tollkühn. So, die Straßenführung in Springfield wird immer relativ schnell geändert. Da ist kein Tag derselbe. So, das passt. Dann können wir da eine Autobahn hochlegen. Und, shit. Hallo? Und hier runterlegen. Vielleicht wird es so ein bisschen besser. Weil hier dann die Kreuzung wegfällt. Und hier hinten stört die Kreuzung nicht wirklich. Zumindest momentan. Das kann sich natürlich auch schlagartig ändern. Das ist halt das Gute in City Skylines. So was kann man halt einfach mal ausprobieren und versuchen. Vielleicht läuft es besser an, vielleicht auch nicht. Kann man wieder zurückändern und man ist halt relativ frei mit den Straßen, was man einfach mal anstellen kann. Und die ist auch sehr hoch frequentiert hier. Das kleine Ding. Die Fälle zu steil. Wirklich verarschen. Och nö, muss ich runter auf zweispurig? Geht auch nicht. Wieso denn das? Das ist ja blöd. Ja klar, hier geht eine Autobahn runter. Und hier ist ziemlich viel im Weg, ne? Na, schade. Naja, guck mal weiter auf die Straßenkarte. Wo wir eventuell noch nachbessern müssen. Also man sollte schon versuchen, den Verkehr ein bisschen ins Fließen zu bekommen. Das kriegen wir auch halbwegs hin. Ich frage mich jetzt gerade, wieso dass das nur hier zweispurig reinläuft und nicht sechsspurig. Was mich da wieder geritten hat, weiß ich nicht. Deswegen ändere ich da nochmal ein Stück. So, ja, die richtige Straße ändern. Keine Verbesserung möglich. So, verbessern. Könnte ich hier auch noch runter verbessern? Ach nö, muss ja nicht. Muss ja nicht sein. So, jetzt habe ich ja keine neuen Stufen mehr. Hätte ich jetzt alle Gebiete, die ich hier haben könnte... Führen Sie drei Instanzen. Platz der Toten. Aha. Ein paar Sachen kann ich hier noch freispielen. Was statt hat ein Geld. Gut. Hab ich, wie viele Friedhöfe habe ich denn? Habe ich keine drei Friedhöfe? Das kann doch nicht wahr sein. Ein, zwei, drei. Ich habe doch Friedhöfe. Schade. Keine Ahnung, was da los ist. Wow. Hier sind aber viele Leichen vergraben. Hier. Läuft auch. Egal, was das Spiel hier von mir will. Hilft ja nicht. Alter, was ist denn hier bitte kaputt? Ist ja auch mordswatt los. Da ist ja der Spaß am Dampfen. Da muss man nochmal nachbessern, ne?
sechsspurig rockt. Sage ich da nur, sechsspurig rockt. So, wenn er mit Bäumchen nicht upgraden. So, mit kleinem Knick hier ran. So, das müsste ich auch nochmal. Oh, kann ich sogar direkt upgraden. Perfekt. Dann kann hier ein bisschen mehr durch. Dann staut sich vielleicht nicht ganz so viel. Oder zumindest nicht auf die Autobahn zurück. Das ist ja immer ein bisschen grausam, wenn es sich auf die Autobahn zurückstaut. Ich habe hier eine riesen fette Autobahn und habe hier keine Anschlussmöglichkeit gebaut. Das ist natürlich sehr gewagt, muss ich einfach mal so zugeben. Weil ich natürlich auch wieder gucken muss, dass ich auf beiden Seiten hinkomme. Aber ist ja kein Problem. Das können wir, sobald es geht, ändern. Und das machen wir auch. Und hier kann man wieder rauf. Hier machen wir den hier. Und hier machen wir den hier. So. Dann wird das auch gleich vielleicht genutzt. Dann entlastet das hier auch nochmal. Ja, das ist klar. Wenn ich da oben nichts hernehme, dass hier die Dinger reinfahren können. Was ist denn los mit euch? Zwei überqualifizierte Arbeiter. Nicht genügend Verkaufswaren. Wirklich? Wieso kriegt ihr keine Waren? Ich habe doch hier einen Güterbahnhof. Der muss doch hier rigoros losheulen. Alter, hier brennt ja förmlich die Luft an dem Bahnhof. Fällt mir jetzt erst auf. Ich kriege auch die Leute hier kaum weg. Merke ich nur mal so. Eieiei. Da muss ich fast hier nochmal, ne, sechsspurig rein. Perfekt. Und die wird noch abgegradet. Die wird First Class, diese Straße. First Class. Dann hoffen wir mal, dass das auch noch ein bisschen was auffängt hier. Das fährt alles hier runter, oder wie? Schwer zu sagen. Ach, die kann ich nicht verbessern. Das ist blöd. Das ist blöd, da kann man nichts machen. Ort ist bereits belegt. Nein! Wieso kann ich die nicht upgraden? Finde ich fast ein bisschen schade. Naja, hilft ja nicht. Sieht sehr interessant hier aus. So, also hier ist mittlerweile der Verkehr gut im Gange. Also da kommt schon exorbitant viel runter. Also das war fast nötig, dass ich die baue. Jetzt habe ich hier definitiv einen Verkehrskollaps. Das kann mir keiner mehr erzählen, dass das normal ist. Das gucken wir uns in der Straßenkarte an. Yep. Hier explodiert die Straße förmlich. Das ist blöd. Das ist blöd. Hier fährt natürlich viel runter und will Waren. Wir haben halt auch relativ frisch aufgemacht. Deswegen wollen die auch hier Waren ohne Ende. Aber die wird eigentlich noch gar nicht so krass genutzt. Finde ich jetzt mal ein bisschen blöd, aber ich glaube, das könnte gleich kommen oder bald kommen. Ich krieg die Leute hier vom Bahnhof nicht weg. Ich habe auch nur einen Güterbahnhof. Das ist ja das nächste Problem. Zumindest hier oben. Ja, die noch ein paar Passagiere, so ist er nicht. Aber ich könnte da oben auch noch einsetzen. Ich hätte nicht gedacht, dass die hier wirklich so das pure Chaos bilden.
Gut, ich habe da auch mittlerweile gut verbunden, muss man sagen. Habe ich auch nicht unbedingt damit gerechnet gehabt, dass ich hier nochmal erweitere in die Richtung. Aber ich muss da fast versuchen, ein bisschen das Gas rauszunehmen. Jetzt brauche ich noch ein paar Straßen, ne? Jetzt hilft sich alle nichts. Jetzt hilft sich alles nichts. Da müssen wir einfach mal machen und tun und einfach mal draufhalten. Und hier ein paar Entlastungsmöglichkeiten bauen. Vielleicht wird es ja schön langsam. Also, was kommt denn hier bitte alles von der Autobahn runter? Alter! Ich könnte ja auch... Ne? Ich könnte ja auch so was hier machen. Jetzt nehme ich die hier mal. Zieh die hier ein Stück raus. So was hier ungefähr. Dann nehme ich die Autobahn, die Auffahrt. Und baller die hier ran. Und baller hier eine ran. Vielleicht wird die auch noch genutzt und dann entlastet das hier unten nochmal, das wie ich gerade frisch gebaut habe. Mensch, von einem ins andere. Aber hier ist dann auf einmal so quakende Leere. Also richtig nichts los. Das ist ja geil. Das ist ja richtig hammergeil. So, hier können wir natürlich dann wieder unsere Kreativität walten lassen. So, vielleicht ein Stück hoch. So, mit ein bisschen mehr Kurve. So, natürlich runterkommend. Ja, so ungefähr. Und dann runter mit der ganzen Sache. Und hier dann wieder... Ich hätte es jetzt gern gespiegelt. Ist jetzt mein Problem, dass ich das irgendwie gespiegelt hinbekomme. So. So noch. Yes. Und dann ungefähr hier anschließen. Sieht es ja fast gespiegelt aus. Dann kann man das ja fast gelten lassen. Und dann nimmt das hier auch nochmal ein bisschen Verkehr auf. Ein bisschen ist gut gesagt. Jetzt haben wir das Problem von hier unten definitiv hier hochgeschachert. Wieso verbrennt hier alles? Kann mir das jemand sagen? Wenn ihr schon so drauf seid, dann kriegt ihr hier noch ein Feuerdepartement. Also ein großes Ding hier. Eieiei. Ja, ja, ja. So langsam kriegt man es ja doch mal gebacken. So, jetzt muss ich hier nochmal zu den Zügen gucken. Also die sind ja auch heidlos überfordert. Ist ja der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich irgendwie noch versuchen soll, den Verkehr hinzubringen. Ich muss hier definitiv einen Kreisverkehr reinpflanzen. Das mache ich auch mal soeben, dass ich hier einen Kreisverkehr reinbaue. So, könnte diese Steam-Nachricht bitte mal kurz eben verschwinden? Ich würde hier gern zu meinem Abrissstuhl kommen. So, da baue ich mir wieder selber ein. Kann ich eigentlich relativ gut. Glaube ich zumindest. So, vor allem der wird ein bisschen kleiner auch. So, vielleicht nicht so schön. Aber zweckmäßig. So, perfekt. Natürlich alles ohne Autobahn. Was sage ich denn? Ohne Autobahn, ohne Ampeln.
Das wäre natürlich cool. Aber das ist immer eine Frage des Möglichen. So, jetzt kriegen wir das, glaube ich, ein bisschen ins Fließen. Aber wenn hier ein Zug drüber bretscht, dann haben wir hier natürlich wieder Probleme. Dass es sich hier ein bisschen staut. Hier nach einer Kreuzung direkt wieder eine Kreuzung. Ist auch nicht unbedingt das Wahre. Aber hier geht jetzt einiges am Verkehr durch. Kann sich hier natürlich schon gewaltig aufteilen. So wie man es einfach mal gewohnt ist. Ich könnte hier vielleicht noch. Das ist aber jetzt meine allerletzte Möglichkeit. Weil sonst kann ich hier nicht mehr. Das ist jetzt alles, was ich noch machen kann. Also sonst geht mir schon langsam die Ideen aus, wie ich das vielleicht noch ein bisschen verbessern könnte. Na gut, da kommt mir gerade mal so eine Idee, wie man es verbessern könnte. Naja, auch nicht wirklich. Aber es wird schon langsam. Glaube ich zumindestens. Oder ich bilde mir das einfach nur ein, dass das eigentlich nur noch mehr Chaos wird. Alter! Was macht ihr denn hier? Eieiei, muss man ja schon wieder upgraden. So, immer dieses Upgrade-Gedöns hier. So. Hier nochmal Gewerbegebiet. Hey, ich hab gesagt Gewerbegebiet. Ich besiedel, wenn es geht. Hier kann eigentlich alles Bürogebiet werden. Auch wenn es hier ein bisschen lauter wird. Muss ja auch nicht sein. Huch. So. Hier ist dann dicht besiedeltes Wohngebiet. Hier ist natürlich wirklich viel am Gange. Da ist natürlich vorprogrammiert, dass hier ein Stau ist. Schon irgendwo. Eigentlich hätte ich eine ganz freie Straße hier lassen sollen. Naja, hier geht halt einiges am Verkehr durch. Alter, was hier kommt. Aber die Autobahn wird hier nicht genutzt. Das ist halt total blöd. Für die Warenverteilung. Ja gut, weil hier ein Gewerbegebiet ist, da rentiert sich die Autobahn jetzt auch nicht so. Naja. Ist halt blöd. Alter, hier steht alles. Nur weil hier ein Zug durchfährt. Und noch einer. Die stauen sich hintereinander. Wow. Das ist ja geil. Dann geht natürlich der Verkehr auch nicht weiter. Wenn sich die hintereinander stauen. Okay. Neues Bauvorhaben. So, die lasse ich mal. Dann kommt hier eine sechsspurige Straße. Unterirdisch. Oho, Gefälle zu steil. Na, komm. Shit. Da muss ich halt von der Autobahn herkommen. Glaube ich zumindestens. Vielleicht geht's ja dann. So, nochmal. Wo ist er? Nehmen wir halt die hier. Ist ja eh Wurst, was wir für einen Tunnel nehmen. So, abwärts. Fälle zu steil. Jetzt geht's. Die machen wir so knapp wie möglich unterirdisch. Und dann kommen wir hier wieder hoch. Und dann haben wir hier schon mal kein Stauproblem. Zumindest wegen dem Bahnverkehr haben wir kein Stauproblem mehr. Ich mag das voll. Mir gefällt das. Das sieht optisch so richtig schön aus. Und
kann man direkt angucken. So. Hier wollte ich ein sowas hier. Sowas wollte ich dort haben. Hier könnte ich eigentlich auch nochmal gucken, dass ich das hinbekomme. Oder, nee, hier brauche ich es eigentlich gar nicht. Hier vielleicht nochmal. Aber hier habe ich zu wenig Platz von den Schienen her.